Liebe Schwestern und Brüder, wir Menschen halten gerne an Gewohntem fest und kommen mit Veränderungen nur ganz schwer klar. Zugleich sehen wir, dass zum Beispiel auch durch die Corona-Pandemie nichts mehr so ist, wie es vorher war. Wir sind mitten in einem bzw. in einem großen Veränderungsprozess, ob wir wollen oder nicht. Mit seiner Antwort im heutigen Evangelium stellt Jesus den Anspruch, dass mit ihm etwas Neues beginnt. Die Menschen in einem Umbruch leben. In dieser Situation passen die alten Formate und Traditionen nicht mehr. Sie sind wie alte Schläuche, die neuer Wein zerreißt, oder wie alte Kleider, die nun mit neuem Stoff geflickt werden sollen. Fasten als Zeit der Besinnung auf Gott und sein Heilswirken ist dann nicht möglich, wenn er selber in Jesus mitten unter den Menschen lebendig und wirksam ist. Hier knickt der zweite Anspruch an, den Jesus im Evangelium stellt. Es beginnt deswegen etwas Neues, weil er Gottes Sohn ist, der in unsere Welt gekommen ist. Sein Handeln ist daher ein ganz anderes als das Wirken der Propheten vor ihm. Die Zeit ist erfüllt. Der Bräutigam ist jetzt da. Das Reich Gottes beginnt. Das zeichnet die Umbruchssituation aus und steckt in der Antwort Jesu. Soweit es für jeden und jede einleuchtend und verständlich. Und auch wenn wir mit dem Beispiel der Weinschläuche wenig anfangen können. Und doch erleben wir, dass wir uns wie die Leute verhalten, die Jesus fragen. Wir erwarten in der Kirche und von der Kirche, dass die uns liebgewonnenen Traditionen und Gebräuche weiter fortgesetzt werden, auch wenn die Zahl der Gläubigen und besonders derjenigen, die sich in der Kirche engagieren, die Anzahl der Seelsorgerinnen und Seelsorger und die finanziellen Möglichkeiten immer mehr zurückgehen. Es soll alles so weitergehen wie bisher. Und doch werden wir mit dieser Einstellung unserer heutigen Situation gerecht? Wenn wir die Zeichen der Zeit ernst nehmen, dann befinden auch wir uns in einer Umbruchssituation, wie sie die Kirche zuletzt vielleicht mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil erlebt hat. Ein reines Festhalten an alten Traditionen und Formaten, ein Weiter-so, geht nicht mehr. Es gilt, neue Wege und Formen zu finden, wie Kirche in Zukunft aussehen kann und soll. Wie können wir auch zukünftig unseren Glauben in unserer Welt glaubwürdig leben und weitergeben? Das sind Fragen, auf die Antworten gefunden werden müssen. Diese Fragen stehen für Veränderungen und Neubeginn. Und in dieser Umbruchssituation gilt es nun genau zu beachten, wo Neues und Altes zusammenpasst und wo nicht. Denn sonst zerreißen Weinschläuche und Kleider, wie es uns Jesus im Evangelium beschreibt. Es gilt, Wein und Schläuche, Stoff und Kleider auch in Zukunft gut nutzen zu können. Am Ende bleibt uns nur, unseren Herrn anzurufen, dass er in dieser Umbruchzeit uns zur Seite steht und uns in allen Dingen, die anzupacken sind, seinen Geist sendet, damit wir aus seiner Kraft heraus handeln können. Amen.